Ich weiß ja, aufgrund fehlender Glühwürmer man das dann nicht mehr. Jetzt kann sie die Umgebung aufglühen. Oh, okay. Sie müssen nach den fehlenden Glyphen scannen, Ich wollte gerade sagen, Pathfinder. das ist doch hier sonst, ja. Sie wollten möglichst viele Daten retten, weil sie dachten, sie könnten vielleicht beim nächsten Versuch hilfreich sein. Ja. Da und haben wir, da drüben nächste haben wir. Versuch sind wir. Probieren wir es hier hoch. Hey, so langsam habe ich den Bogen raus. Super. Dazu aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. Okay. Dann haben wir dich noch. Eingabe akzeptiert. Okay, mal sehen, ob das schon reicht. Nee. Okay. Suchen wir nach diesen Glyphen. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Oben, da war doch nichts. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Entschlüsseln Sie Ihre Code, indem Sie ein Raster Glyphen zuweisen. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf selbe Glyphen mehrmals enthalten. Okay. Das haben wir auch schon, das ist hier, das erste Wort ist. Ist das? Okay. So. Hier das erste. Dann haben wir hier Esen, dann fehlt dieses L da, das da. So. Und hier das E. Das ist. Dann fehlt das andere E. So.
genau. Ne? Müsste passen. Haben wir da schon? Das haben wir da schon. Das haben wir hier schon. So. Das haben wir hier. Das haben wir auch schon. So. Nütz. Lösung absenden. Aha. Ja, gut gemacht, Ryder. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Ein Landungsschiff der Kett! Ernsthaft? Hat man hier denn nicht mal eine Sekunde Ruhe? Wirklich überall dort auf, wo wir Relikt-Tech finden. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Gut. Ja, die Cats haben irgendwas damit zu tun. Ups. Das so klug war jetzt. Was war Ihr Grund für die Reise nach Andromeda? Die Chance auf eine Nische, die es sonst nirgendwo gab. Allerdings vermute ich, dass es hier nicht anders ist. Das werden wir ändern. Ganz bestimmt. Das sieht nach einer Art Kett-Einrichtung aus. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Achtung, Kett! Feindliche Shuttle im Anflug. Wir haben Ziele!
sein, dass diese Cat irgendwie aufgestachelt waren? Netzwerkgerät. Der Monolith ist gut geschützt. Wir müssen die Energieversorgung des Schildes unterbrechen. Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Hallo? Andromeda-Initiative. Wir wollen keinen Ärger. Behaupten Sie. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Ich bin der Pathfinder. Tatsächlich? Oh. Mein Name ist Scott Ryder. Drag, Nagmor-Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Korgana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cats sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was sie können. Schön ist es nicht. Wissen Sie, wir könnten einen Kroganer wie Sie gebrauchen, Drake. Schmeichelhaft, aber wissen Sie, wie viele Menschen ich schon sterben gesehen habe? Sie sind Fleisch und behindern mich nur. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Cat hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Cat werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Krasser Typ.
Diese Komponente hat eine Sicherheitsmarkierung für Anlage 2. Sieht aus, als hätten Sie hier ein Spezialprojekt gehabt. Suchen wir den Rest. Akadneho. Mistlecat. Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Ketten. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Lebenserhaltung ist wieder online. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Höfen. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Okay, Sie haben es geschafft. Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit etwas im See. Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Ich bin in diesem Schiff gelandet. In der Region sind Abortzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ich vermisse es, den Weg anhand von Dingen zu erklären, die es früher mal gab. Wovon reden Sie überhaupt? Dort, wo früher die Pommesbude war, das nenne ich Heimat. Das kommt noch, wenn wir unsere Jobs erledigen. Temposchwelle! Thank you.
Die Tech ist auch unterirdisch? Mal sehen. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Wow, es bildet sich eine Brücke. Sieht stabil aus. Falls nicht, müssen wir schwimmen. Keine kritischen Strahlungs... Werte registriert. Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr... Pathfinder-Ding. Oh, Sie sind gut. Das war er auch nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Wie tief es da wohl runtergeht. Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Peavy. Das hier ist der Vordereingang. Was haben... Na los, Pathfinder! Hey! Dann morgen. Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus. Oder ein Gewölbe. Wie Sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Schwede. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Das ist zwar nicht das, wonach wir suchen, aber wir sollten es trotzdem erfassen. Nur zu. Ich gebe Ihnen Deckung. Da. Sehen Sie das? Sieht wie ein defektes Infodisplay aus. Haben Sie was entdeckt? Die gesamte Technologie hier ist mit Element Zero durchsetzt. Stellen Sie sich nur vor, welche technischen Fähigkeiten dafür nötig sind. Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Ausgang. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Kein Anzeichen von irgendwelchen Cat. Vielleicht kommen sie nicht in das Gewölbe rein. Sie aber schon. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich Glückspilz. Ich sehe die Leitung, Sam. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Ich konnte einen Satz rekonstruieren. Auslesen, um Zugang zu erhalten. Diese Konsole ist mit Anlagen an der Oberfläche verbunden. Dann muss sie den Atmosphärenwandler steuern. Da sind keine Glyphen. Es sieht inaktiv aus. Oder abgeriegelt, wie das meiste hier. Die Leitung führt zu dieser Konsole und von dort aus tiefer in das Gewölbe hinein. Wenn wir ihr folgen, könnte sie uns also zum Ursprung der Systemabriegelung führen. Müsste es so tief unter der Erde nicht wärmer sein? Noch ein Gravitationsschacht und... Das ist neu! Was ist das?
Ein Machtsymbol? Ein Schlüssel? Wir könnten endlos über die Relikte spekulieren, aber was wir brauchen, sind Fakten. Mal sehen, was ich über dieses Prachtstück herausfinden kann. Vielleicht hier entlang. Zu dem, was diesen Ort abriegelt, geht's da lang. Ich arbeite am besten allein. Sie bringen das Gewölbe in Gang, ich untersuche das Artefakt und wir finden gemeinsam raus, was es mit diesem Ort auf sich hat. Gute Idee. So kommen wir deutlich schneller voran. Sehen Sie, ich wusste, Sie sind clever. Ich bin auf Frequenz 145,8. Passen Sie auf sich auf. 10 Credits darauf, dass ihr in einer Stachelgrube endet. Der Gravitationsschacht ist abgeriegelt. Da kommen wir nicht durch. Genau genommen bezeichnet Gravitationsschacht den Gravitationseffekt einer großen Masse im Weltraum. Dies hier ist eher ein Schacht mit variabler Schwerkraft. Okay, mach eine Notiz für unsere Asari-Freundin. Na, sieh mal einer an. Es gibt keinen Weg hindurch und keine Interface-Schnittstellen. Sam, behalt das für später im Kopf. Check, check. Hier spricht... Ach, Sie wissen schon wer. Wir hören Sie, Peavy. Halten Sie die Verbindung aufrecht. Wahnsinn. Sie haben sich beim Bau dieses Ortes durch massiven Fels gegraben. Sehen Sie mal da oben. Ich schätze, so verhindern Sie, dass hier alles einstürzt. Wow, was für eine Flüssigkeit ist das? Sie entspricht keiner bekannten Klassifizierung. Der einzige Weg hindurch führt nach unten und darauf zu. Eine unbekannte Legierung und weitere Komponenten. Die Zusammensetzung ähnelt der von Universal-G. Vielleicht ist das ja die Flüssigkeit in der Leitung. Alles hier ist von einem tiefen Brummen durchzogen. Spüren Sie das auch? Darüber können wir uns später Gedanken machen. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, den Ursprung der Systemabwicklung zu finden. Also was auch immer diese Flüssigkeit ist, Sie brauchen offenbar ein ganzes Aquädukt voll davon. Relikte! Passen Sie auf, dass Sie nicht in diese Flüssigkeit fallen! Brennt nicht durch die Schilde. Das musste ich am eigenen Leib erfahren. Nutzen Sie die Säulen als Deckung! Könnte nützlich sein.